Im Namen der Berliner Basisgruppen der Sammlungsbewegung Aufstehen begrüße ich euch alle an diesem wunderschönen Vormittag. Ich entschuldige mich schon mal, wenn ich immer mal jemanden den Rücken zudrehen muss. Aber ich kann mich nicht immer drehen, falle ich hier runter. Was gibt es Schöneres an so einem herrlichen Samstag, als mitten in Berlin aufzustehen? Die Aktion Bunte Westen steht unter dem Motto der Vielfältigkeit, des friedlichen Miteinanders, der Solidarität mit allen Menschen und heute vor allem mit unseren Freunden, den Gelbwesten in Frankreich. Sie steht im Zeichen des Aufbegehrens gegen die Zustände hierzulande und über unsere Grenzen hinaus in aller Welt. Zustände, die nicht mehr zu ertragen sind. Fakt ist, solange wir weiter stillhalten, wird es immer schlimmer werden. Und wollen wir denn unsere Nachbarn in Frankreich, Belgien und den Niederlanden im Stich lassen? Nein! Nein. Sie können doch nicht für uns mit aufstehen! Über die Inhalte werden meine Mitstreiter noch Konkretes sagen. Ihr werdet heute und hier vielleicht keine geschliffenen Reden hören. Vielleicht ist eine Formulierung auch mal nicht so geschickt. Aber heute sprechen hier zu euch die Krankenschwester, der Künstler, die Rentnerin, der IT-Fachmann, alles keine Berufspolitiker. Wir wollen, und das, liebe Berliner, ist uns ganz wichtig, ein friedliches Zeichen. Und trotzdem ein Ausrufezeichen setzen, so wie es heute in vielen anderen Städten des Landes zur gleichen Zeit passiert. Und nun lasst mich ans Mikro bitten, André Sucedo aus der Basisgruppe Reinickendorf. Bravo. Hallo, Leute. Hey. Ja, ja. Ich habe eine gute Nachricht für euch erstmal. Die Gelbwestenbewegung in Deutschland, die ist stark und die wird immer stärker. Heute kommen in allen Landeshauptstädten dieser Republik und darüber hinaus Menschen zusammen, die Westen tragen. Gelb, aber auch grün, rot. Wir stehen alle zusammen. Die Menschen treffen sich in Berlin, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Hamburg, Hannover, Saarbrücken zu selbstorganisierten Demonstrationen nach eigenen Konzepten mit ihren eigenen Themen. Die Menschen stehen auf, auch in Schwerin, in Stuttgart, in Wiesbaden und vor allem in München, wo jetzt die Sicherheitskonferenz, die sogenannte Sicherheitskonferenz stattfindet. Die Losung der Münchner ist Frieden statt Aufrüstung, nein zum Krieg. Sie artikulieren das, was den Leuten in unserem Land am Herzen liegt. Bravo! Wir in der Medienstadt Berlin, in der Stadt der Berlinale, die jetzt stattfindet, wir haben uns für ein anderes Thema entschieden. Wir wollen gegen die brutale Gewalt gegen die französischen Gelbwesten aufmerksam machen. Und darüber, dass in unseren Medien zu wenig darüber berichtet wird. Jawohl! Ja. Jetzt bin ich einfach vor. Hallöle! Wie in Frankreich kommen auch wir aus allen Teilen der Gesellschaft. Wir sind jung oder alt, Mann oder Frau oder mehr und folgen unterschiedlichen Weltanschauungen und Religionen. Wir sind Radfahrer, Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs und im schlimmsten Fall sind wir auch die armen Dieselfahrer. Wir haben unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Sorgen. Es gibt einiges, was uns trennt.
aber auch vieles, was uns eint. Und jetzt kommen die Medien ins Spiel. Denn genau das, was uns trennt, wird besonders gerne an allen Politik- und Talkrunden und Zeitungen dieses Landes durchgekaut. Letztes Jahr ging es in ca. 14% aller politischen Talkshows nur um das schwierige Thema Migration, Integration, Tag ein und Tag aus. Aber neben diesem einen Thema spricht niemand über mindestens genauso wichtige Dinge wie Mietenexplosion, Verdrängung von Mietern, katastrophalen Zuständen in unseren Pflegeeinrichtungen, Kinder, Altersarmut, Hartz IV. Ja! Sollte damals nur eine Übergangslösung für wenige Monate sein. Dumpinglöhne, von denen man nicht leben kann, von denen Familienväter ihre Familien nicht ernähren können. Überfüllte Schulen, zu wenige Lehrer, immer schlechtere Gesundheitsleistungen, kaputtgesparte Polizei, auch euch meinen wir, kaputtgesparte Feuerwehr, eine Rüstungspolitik, die einen den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Aber genau diese Themen, die uns noch viel mehr Sorgen bereiten müssten, die sind in den Medien nicht so. Und wenn wir es wagen, aufzustehen, dann werden wir gleich sofort gefragt, ob wir denn links sind oder ob wir rechts sind oder ob wir auch schön in der Mitte stehen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Was ist denn das überhaupt für eine sogenannte Mitte? Die Parteien, die bereits jede Glaubwürdigkeit verspielt haben, wo dann vielleicht ein C für christlich steht oder ein S im Namen steht für sozial. Also das steht doch nur noch im Namen. Die Parteien stehen doch gar nicht mehr dafür. Ja, genau. Die Parteien haben mit ihrer jahrelangen GroKo-Politik die soziale Spaltung immer weiter vorangetrieben. Von der ganz katastrophalen Außenpolitik mal ganz zu schweigen. Wir haben auf Gott und Grundgesetz geschworen und etliche Bürger haben denen auch ihre Stimme gegeben und geben sie immer wieder, nur um danach betrogen zu werden. Das kann nicht sein. Das nehmen wir hier nicht länger hin und das nehmen auch die Menschen in Frankreich nicht länger hin. Und auch in anderen Ländern gehen die Leute schon in gelben und auch in andersfarbigen Westen auf die Straßen. Wir hier, wir sind ein Querschnitt aus einfachen Bürgern dieses Landes. Wir sind wirklich sehr vielfältig heute. Ja? Wir lassen uns nicht mehr spalten, wir lassen uns nicht mehr ausspielen. Es geht nicht um rechts oder links, es geht um oben gegen unten mittlerweile. Bravo! Bravo. Es geht um das Volk und die Eliten und nichts anderes. Wir werden uns heute im Laufe der Versammlung mit diesen Eliten und dem Neoliberalismus befassen. Wir hören nachher die Rede aus der französischen Gelbwestenversammlung in Commercy. Wir werden erschütternde Statistiken zur Gewalt gegen die französischen Gelbwesten hören, die auch heute wieder auf der Straße sind, um für ihre Rechte zu kämpfen, die auch vielerorts und viel auch unsere Rechte sind. Und die in unseren Medien kaum gehört werden oder nur am Rande erwähnt. Wir sind das Volk und wir sind die Völker. Wir haben einen gemeinsamen Gegner und der kleinste gemeinsame Nenner muss uns im Kampf gegen die soziale Ungerechtigkeit einen. Wir hoffen auf eine friedliche Demonstration ohne Auseinandersetzung. Wir hoffen, dass wir alle heute hier und in ganz Deutschland miteinander
mal ins Gespräch kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, kalt mal hier hoch, sonst sieht mich keiner. Ja, wir sind halt nicht so professionell. Macht nix. So, ich möchte jetzt ankündigen, Maria und Maria und Christoph, die die Rede der Gelbwesten hier zum Besten geben und über die Gewalt gegen die Gelbwesten reden. Ich möchte noch mal dazu sagen, das soll ich bestimmt nicht, aber Maria und Christoph gehören zu denen, die ganz viel für die heutige Aktion hier getan haben. Maria, ich bin der Hintergrund aus Berlin und bin froh, dass ich jetzt noch lesen muss und nicht frei sprechen. Aber die Ziele der Gelbwesten überschneiden sich ja sehr stark mit dem Aufstehen und von den Gelbwesten hierzulande. Deswegen hört mir bitte zu, schenkt mir eure Aufmerksamkeit. Ich fange an. Aufruf der ersten Gelbwesten-Generalversammlung in Commercy. Danke, dass ihr heute hier seid und wir nun zusammen Solidarität zeigen mit den Gelben Westen in Frankreich. Auch bei uns gibt es genügend Gründe, wütend zu sein und sich gegen Ungerechtigkeit zu empören. Seit über 14 Wochen protestieren die Gelben Westen in Frankreich. Die Medien wollen uns weismachen, dass es sich hier um einen losen Haufen gewaltbereiter Wutbürger handelt und dass der Protest eine Last für Land und Gesellschaft ist. Doch dagegen wehren wir uns. Wir schließen uns an, dass dieser Protest wichtig ist und wichtiger denn je. Und das nicht nur in Paris. Nein, genauso hier in Berlin und in Deutschland und überall dort, wo die Politik nicht mehr auf ihre Bürger hört. Ich möchte deshalb hier und jetzt den Aufruf der Gelbwesten verlesen, der nach der ersten Generalversammlung der Gelbwesten in Commercy veröffentlicht wurde. Marco Wenzel hat ihn ins Deutsche übersetzt und er erklärt am besten, warum wir hier heute auf die Straße gehen. Der Mann ist natürlich nicht hier, ich übergebe stattdessen an unsere Sprecherin Maria. Ich fange mal an. Wir, die gelben Westen von den Kreisverkehren, Parkplätzen, den Demonstrationen aus den Versammlungen, haben uns am 26. und 7. Januar zu einer Versammlung der Versammlungen getroffen. Etwa 100 Delegationen sind so dem Aufruf der gelben Westen aus Commercy gefolgt. Seit dem 17. November haben wir uns vom kleinsten Dorf, vom ländlichen Raum bis zur größten Stadt gegen diese zutiefst gewalttätige, ungerechte und unerträgliche Gesellschaft erhoben. Wir lassen das nicht weiter so geschehen. Wir lehnen uns gegen die hohen Lebenshaltungskosten, die Unsicherheit und die Armut auf. Wir wollen in Würde für unsere Lieben, unsere Familien und unsere Kinder leben. 26 Milliardäre besitzen so viel wie die Hälfte der Menschheit. Das ist inakzeptabel. Teilen wir den Reichtum anstelle des Elends. Lasst uns der sozialen Ungleichheit ein Ende setzen. Und was ist die Antwort der Regierung darauf? Unterdrückung, Verachtung, Verunglimpfung, Tote und Tausende von Verwundeten, der massive Einsatz von Waffen, Schüsse, die uns verstümmeln und erblinden lassen, uns verwunden und traumatisieren.
Mehr als 1000 Menschen wurden bereits willkürlich verurteilt und inhaftiert. Und jetzt soll das neue sogenannte Anti-Cracker-Gesetz uns auch noch daran hindern, dass wir weiterhin demonstrieren. Wir verurteilen jede Gewalt gegen Demonstranten, sowohl durch die Polizei als auch von kleineren gewalttätigen Gruppen. Nichts von allem davon wird uns aber aufhalten. Demonstrieren ist ein Grundrecht. Schluss mit der Straflosigkeit für die Ordnungskräfte. Amnestie für alle Opfer der Unterdrückung. Und was für eine Schande, dass diese große nationale Debatte in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine Kampagne der Regierung, unseren Willen und unsere Entscheidung für sich zu instrumentalisieren. Wahre Demokratie wird in unseren Versammlungen, in unseren Kreisverkehren praktiziert. Weder im Fernsehen noch in den von den Macron organisierten Pseudo-Rundtischgesprächen gibt es sie. Nachdem er uns beleidigt und uns wie Dreck behandelt hat, präsentiert Macron uns nun als eine faszinierende und fremdenfeindliche Menge aus Hassgefühlen. Aber wir sind genau das Gegenteil. Wir sind weder rassistisch, sexistisch noch homophob. Wir sind stolz darauf, trotz und mit all unseren Unterschieden untereinander zusammengekommen zu sein, um eine Gesellschaft der Solidarität aufzubauen. Wir sind stolz auf die Vielfalt in unseren Diskussionen. Hunderte von Versammlungen erstellen ihre Vorschläge und stellen ihre eigenen Forderungen auf. Es geht um echte Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Steuergerechtigkeit und die Arbeitsbedingungen, um ökologische und klimatische Fragen und um ein Ende der Diskriminierung. Maria, mach weiter. Zu den am häufigsten diskutierten strategischen Forderungen und Vorschlägen gehören die Beseitigung der Armut in allen Formen, die Transformation der Institutionen, ein Ende der Privilegien der Abgeordneten, der ökologische Wandel, die Gleichstellung und Gleichberechtigung aller Menschen, unabhängig von ihrer Nationalität, Behinderung oder Geschlecht. Ende der Benachteiligung von Arbeitervierteln, ländlichen Gebieten und Überseegebieten. Wir Gelbwesten laden jeden ein, sich uns anzuschließen, entsprechend seinen Möglichkeiten und unabhängig von den finanziellen Mitteln. Wir rufen zur Fortsetzung der Aktionen auf, zur Fortsetzung der Besetzung von Kreisverkehren und der Blockade der Wirtschaft. Wir rufen ab dem 5. Februar zu einer massiven und verlängerbaren Streik auf. Wir fordern die Bildung von Arbeitsausstücken in den Betrieben, an den Schulen und überall sonst, wo es notwendig ist, damit unser Streik an der Basis von den Streikenden selbst geführt werden kann. Lasst uns unsere Geschäfte selber in die Hand nehmen. Bleibt nicht allein. Schließt euch uns an. Wir wollen demokratisch, autonom und unabhängig organisieren. Diese Versammlung aller Versammlungen ist ein wichtiger Schritt, der es uns ermöglicht, unsere Forderungen und unsere Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, diese Gesellschaft zu verändern. Wir schlagen allen Gästen der Gelben Westen vor, diesen Aufruf zu verbreiten. Rücktritt von Macron. Es lebe die Macht des Volkes, für das Volk und durch das Volk. Danke. Ich möchte jetzt das Mikro noch mal weitergeben an. Würde ich mal sagen? Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte etwas Wichtiges als Botschaft an die französischen Gelbwesten, die ich sehr achte, richten. Und zwar möchte ich den Gelbwesten in Frankreich vorschlagen, auch dafür einzutreten, dass die Ausplünderung der ehemaligen französischen afrikanischen Kolonien
durch die französische Bourgeoisie gestoppt wird. Ja. Dies gilt außerordentlich bei zum Elend in Afrika und dann dürfen wir eben auch nicht vergessen, wie sehr Frankreich an der Zerstörung Libyens beteiligt war. Dies wäre sozusagen ein Vorschlag an die französischen Gelbwesten. Bezieht das ein in euren Kampf. Danke. Leider kann heute nicht jeder zu Wort kommen, weil wir sind schon im Verzug. Aber wir wollen euch jetzt erstmal den Hugo hierher holen. Ach nein, den Erik. Das ist Erik. Hallo, ich möchte hier als allererstes die Leute, die hinten an der Uhr stehen, bitten, die Bilder hochzuzeigen von den Verletzten. Da liegen noch einige. Wie ihr heute hier sehen könnt, haben wir einige Bilder von verletzten Menschen. Schreckliche Bilder. Wenn man sie betrachtet, würde man im ersten Moment denken, dass es Bilder aus einem Kriegsgebiet sind. Oder aus der Dritten Welt. Aber das sind sie nicht. Es sind Bilder von Menschen aus Frankreich, die für ein besseres Leben auf die Straße gehen. Tränengas füllt die Straßen und macht das Atmen für die Menschen schwer. Viele Leute, die schwächer oder schon älter sind, brechen zusammen. Diese Proteste in Frankreich werden mit aller Gewalt durch Gummigeschosse und Granaten zusammengeschossen. Ist das die europäische Idee? Seit 14 Wochen in Folge gehen unsere französischen Nachbarn nun für ein besseres Leben auf die Straße. Dabei kommt es durch die Staatsgewalt immer wieder zu massiven Angriffen auf die Demonstranten. Nach aktuellem Stand muss jeder, der mit einer gelben Weste auf die Straße geht, mit schweren Verletzungen wie dem Verlust eines Auges oder einer Hand rechnen. Die Gelbwesten zählen mittlerweile über 2000 Verletzte. Davon sind 5 Personen, die eine Hand verloren haben, oder 20, die ein Auge verloren haben und auf diesem blind bleiben. 11 Menschen sind auch gestorben. Wir möchten heute hier auch ganz deutlich machen, dass es nicht nur Gewalt gegen die Demonstranten, sondern auch von den Demonstranten gegen die Polizei gab. Wir wollen das auf keinen Fall verharmlosen und wir wollen heute hier jegliche Gewalt verurteilen. Aber wir wollen uns... Aber wir wollen uns auf die Verletzten der Gummigeschosse und der Granaten konzentrieren. Dafür habe ich heute hier noch ein paar Details rausgesucht. Und zwar geht es dabei zum Beispiel um das LBD-40 Gummigeschoss. Dieses wird mit einer Energie verschossen von 200 Joule. Damit sich Leute darunter etwas vorstellen können, das ist 27 Mal so stark wie ein Paintball-Gewehr oder halb so stark wie eine 9mm Pistole. Das LBD-40 sollte eigentlich schon verboten werden. Allerdings wurde es vor kurzem erst wieder verlängert. Dann haben wir da noch die Granaten, die GLI-F4. Diese hat 25 Gramm TNT. Bei ihrer Explosion hat sie 3 Effekte. Erstens, sie versprüht Tränengas. Zweitens, sie verursacht einen lauten Knall, der lauter als ein startendes Flugzeug ist. Und drittens, sie verursacht eine Schockwelle, die kleinste Teilchen herumfliegen lässt und zu schweren Verletzungen führt. Diese Granate wird in Menschenmengen geworfen und hat bis jetzt 4 Hände abgerissen, ein Auge zerstört und einen ganzen Fuß abgerissen. Unter den Opfern gehörte zum Beispiel die 80-jährige Sinep Redon aus Marseille. Sie wurde von einer Tränengasgranate im Gesicht erwischt,
als sie aus dem vierten Stock aus dem Fenster schaute und dieses schließen wollte. Hoi! Ein 15-jähriger Schüler, Lilian, war beim Einkaufsbummel in der Großstadt und kam den Demonstrationen zu nah. Auch ihm wurde ins Gesicht geschossen, ihm hat es die Wange aufgerissen und den Unterkiefer zersplittert. Jerome Rodriguez, einer der bekanntesten Gelbwesten, ist ein klarer Pazifist und hat sich immer für gewaltlose Proteste ausgesprochen. Als er seinen Livestream machte, wurde ihm eine Granate vor die Füße geworfen und anschließend wurde ihm mit einem LBD-Geschoss ins Auge geschossen. Vor kurzem hat er von den Ärzten bestätigt bekommen, dass er dieses Auge nicht mehr benutzen kann und er auf ihn blind bleibt. Doch was sagt eigentlich unsere Regierung dazu? Nun, unser Regierungssprecher Steffen Seibert wurde dazu befragt, wie er das bewertet, wie unsere Regierung das bewertet, was da durch diese Waffen angerichtet wird. Steffen Seibert antwortete, ich zitiere, ich beurteile oder bewerte das gar nicht, wie es üblich ist zwischen zwei so befreundeten Staaten. Und auch unsere Medien stimmen kräftig mit ein. Denn unsere Medien, die sich immer für die vierte Gewalt rühmen, die sie doch eigentlich sind, hüllen sich in einen Mantel des Schweigens. Menschenrechte und Versammlungsfreiheit scheinen nicht genug Grund dafür zu sein, darüber zu berichten. Aus diesem Anlass möchten wir heute diese Bilder hier allen Leuten und den Medien zeigen, dass es uns im Gegensatz zu ihnen nicht kalt lässt. Richtig so. Denn wir sind alle Menschen, die ein Recht auf ein würdevolles Leben haben. Und wir sind nicht nur das Nutzvieh der Reichen. Jeder Mensch in Frankreich arbeitet dafür, dass Frankreich funktioniert. Jeder Mensch in Deutschland arbeitet dafür, dass Deutschland funktioniert. Und jeder Bürger Europas arbeitet dafür, dass die Europäische Union funktioniert. Wir haben es verdient zu erfahren, wie es bei unseren Nachbarn in einer Demokratie mit der Bevölkerung umgesprungen wird. Und deswegen wollen wir heute ganz klar auch unseren Medien sagen, wir wollen Nachrichten und nicht Brot und Spiele. Ganz schön ernstes Thema. Ich denke, wir brauchen jetzt mal kurz Entspannung zum Durchatmen. Es gibt eine kurze Musik, bevor der André noch einen Beitrag bringt. Und dann werde ich die Demo-Route bekannt geben. Denn wir wollen nicht nur aufstehen, wir wollen uns auch in Bewegung setzen. Ja, wir haben ja gerade schon was über die zu geringe Berichterstattung über die Gewalt gegen die französischen Gelbwesten gehört. Ich selber mache schon mein Leben lang irgendwas mit Medien und ich glaube, dass unser Mediensystem eine Mitschuld daran trägt, dass zu wenig darüber berichtet wird. Die wichtigsten Nachrichtenmedien im Rundfunk in Deutschland sind ja die öffentlich-rechtlichen. Und da hat man nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich sehr viel Arbeit da reingesteckt, ganz viele Kontrollgremien aufzubauen, um die Staatsferne sicherzustellen. Das muss man natürlich auch sagen. Dazu gehört dann zum Beispiel, dass im ZDF-Fernsehrat nur ein Drittel Politiker sitzen dürfen. Und der Rest sollen Vertreter von gesellschaftlich relevanten Gruppen sein. Jetzt ist es aber so, dass der Vertreter für Kunst und Kultur vorher SPD-Ministerpräsident war.
und der Vertreter des Roten Kreuzes war vorher CDU-Kanzleramtsminister. Außerdem sitzen in dem Fernsehrat 8 Vertreter von Religionen, aber es sitzt keiner speziell als Atheist. Es fehlen Vertreter von Alleinerziehenden, von Armen, von Behinderten und von Filmemachern. Ich finde, das ist keine sehr demokratische Struktur. Da kann man auch was machen. Und dann ist das Ganze ja auch nicht umsonst zu bekommen. Die Öffentlich-Rechtlichen kosten uns pro Jahr um die 8 Milliarden Euro. Als Medienkonzern wäre die ARD einer der größten europäischen Medienkonzerne. Kein Land der Welt leistet sich so einen teuren öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dann muss der natürlich auch funktionieren. Aber ist es eine Alternative, nur private Medienunternehmen zu haben? In dem Bereich nimmt die Marktkonzentration immer mehr zu. Im Fernsehbereich gibt es im Grunde 2 große Sendergruppen. 5 Zeitungsverlage kontrollieren die Hälfte des Tageszeitungsmarkts. In vielen Kreisen in Deutschland gibt es nur noch eine Tageszeitung. Das heißt, es gibt nur noch eine Meinung über lokale Ereignisse. Da lamentiert man in den Medienunternehmen über das Zeitungssterben und über die Online-Medien. Aber die Verlage machen immer noch 2-stellige Renditen. Und die Medienmogule sind Milliardäre. Schauen wir mal runter auf die Journalisten. Die Verbindungen zwischen Politik und Medien, die sind wirklich intensiv und vielschichtig. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das wird durch seriöse Wissenschaftler immer wieder untersucht und bestätigt. Nehmen wir nur mal die NATO-nahen Lobbyorganisationen, wie zum Beispiel die Atlantikbrücke oder auch die Münchner Sicherheitskonferenz. Führende Journalisten großer Tageszeitungen sitzen da drin als Mitglieder, als Beiräte und als Vorstände. In der Sendung Die Anstalt wurde das Problem letztens überspitzt so zusammengefasst: Dann sind ja all diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Schönen Tag. Journalisten dürfen natürlich auch selber eine Meinung haben. Das ist ja ganz klar. Und die hat man auch in Befragungen ermittelt. Circa 30% tendieren zu keiner Partei, circa 30% tendieren zu den Grünen, 20% SPD, 10% CDU und dann kommt der Rest. Bei der Bundestagswahl war es ja aber so, dass CDU, AfD und Linke deutlich mehr Stimmen hatten und die Grünen deutlich weniger Stimmen hatten. Außerdem kommen Journalisten überwiegend aus Angestellten, Beamten und selbstständigen Familien, fast nie aus Arbeiterhaushalten. Man kann also sagen, dass Journalisten oft schlicht aus einer anderen Welt kommen als ihre Leser. Ich finde, auch das ist ein Problem. Unser Mediensystem könnte also besser sein. Jetzt schauen wir mal auf die Inhalte, die das System produziert. Seit dem 17. November, das wisst ihr ja alle, seit dem 17. November gehen die französischen Gelbwesten landesweit auf die Straßen. Und bereits seit dem 4. Dezember berichtet die Tagesschau über die Gewalt einiger Chaoten in gelben Westen, die keine Gelbwesten sind. Aber erst seit dem 2. Februar, ja, seit dem 2. Februar berichtet die Tagesschau auch groß über die Gewalt gegen die französischen Gelbwesten. Sie hat also 2 Monate im Dornröschenschlaf verbracht. Genau, aktuelle Kamera! Und es kommt noch besser. Eine Woche davor haben sie über den eintägigen Protest der sogenannten Rothschals berichtet, die aus dem Dunstkreis von Macrons Partei kommen, was auch nachgewiesen ist, und die einmalig 10.000 Menschen in der Millionenstadt Paris mobilisieren konnten. Das war der Tagesschau dann ein Bericht wert. So, wie nennt man das eigentlich, was da passiert ist? Es gibt bestimmte Kreise, die haben ein schlimmes Wort dafür gefunden, das ich hier nicht wiederholen möchte. Es ist ja auch keine Lüge, wenn zum Beispiel der NATO-Pressesprecher zitiert wird. Also keine Lüge von Seiten der Presse zumindest. Um es kurz zu machen, man kann schon allein mit der Auswahl der Themen natürlich einen gewissen Einfluss auf die Zuschauer haben.
und auch mit der Perspektive auf die Themen kann man einen bestimmten Einfluss haben. Beispielsweise habe ich in letzter Zeit hier mit Bekannten über die Gelbwesten gesprochen. Und das, was da als erstes kommt, ist, das wären Rechte, das wären Randalierer, das wären Krawallmacher. Und das kommt natürlich aus den Medien. Ja, ich finde, die Gewalt ist berichtenswert. Aber ist es denn objektiv, wenn vor allem darüber berichtet wird, aber nicht über die überwältigende Mehrheit der friedlichen französischen Gelbwesten an den Kreisverkehren und in den kleinen Dörfern? Ist das objektiv? Liebe Leute, ich muss euch, glaube ich, nicht erzählen, dass das Vertrauen in die Medien auf einem Tiefpunkt ist. Infratest DIMAP hat letztens festgestellt, dass knapp die Hälfte der Menschen in diesem Land den Medien kaum oder gar nicht vertrauen. Es gibt sogar Leute, die gehen ins Gefängnis, weil sie es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können, mit dem Rundfunk auch diese Berichterstattung mitzufinanzieren. Ich weiß, an die Journalisten gerichtet, ich weiß, dass ihr es schwer habt. Ihr müsst es irgendwie allen recht machen. Ihr werdet scheiße bezahlt und ihr seid obendrein nicht mal fest angestellt. Aber man muss natürlich auch mutig sein, man muss kritisch sein, man muss investigativ sein als Journalist. Ihr seid die vierte Gewalt, ihr seid der Anwalt der Bürger. Und auch die Kritik am Mediensystem ist ja nicht neu. Viele der Fakten habe ich aus der Anstalt, die im ZDF selber läuft. Ja? Aber die Rundfunkfunktionäre, die interessieren diese Probleme dieses Mediensystems nicht. Wenn wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen, dann muss der basisdemokratisch sein. Dann muss der im Sinne von uns allen berichten. Wir alle zusammen müssen Druck machen für eine bessere Politik in diesem Land. Wir als Zuschauer, Leser, Hörer und auch die verantwortungsvollen Journalisten. Vielen Dank. Liebe Berliner, die Polizei bittet uns, unseren Zeitplan ein bisschen besser einzuhalten. Dem stimmen wir zu. Wir werden uns jetzt in Bewegung setzen, in Richtung Brandenburger Tor. Die Route wird zwei Stopps haben, an denen es noch kurze Infos gibt. Der erste Stopp wird sein Vossstraße, Ecke Wilhelmstraße. Und der zweite Stopp, Behrenstraße, Ecke Ebertstraße. Eigentlich brauchen Sie nur den Musikwagen hinterherlaufen. Dann geht es weiter durch das Brandenburger Tor bis zum Pariser Platz. Dort wird unsere heutige Aktion beendet werden. Ich habe noch zwei Bitten. Wer mitläuft, bitte hier Material mit aufnehmen und hochhalten. Und zum Zweiten eine ganz wichtige Bitte, wenn wir an dem Mahnmal für die ermordeten Juden vorbeikommen, bitte nicht durchlaufen, sondern unsere Route einhalten. Das ist eine Respektfrage. Vielen Dank. Lasst uns losgehen. So ist es schön. Ja, der Ort ist jetzt ein bisschen ungünstig. Aber es ist so schön, wenn so viele Leute gekommen sind. Jetzt würde ich sagen, jetzt habt ihr erstmal einen Beifall verdient, die ihr euch an dem herrlichen Samstag rausgewagt habt zur Demo. Anstatt shoppen zu gehen. Und jetzt möchte ich euch Isabel ansagen. Isabel hat was zu sagen. Ob ich was zu sagen habe, werden wir sehen. Auf jeden Fall hat Aufstehen auch mit Gruppe Demokratie, für die ich hier heute stellvertretend sprechen werde. Das heißt, vorweg wollen wir kurz Noam Chomsky rezitieren aus seinem Buch Kampf oder Untergang. Zitat: Eliten wollen keine funktionierende Demokratie. Sie wollen eine Gesellschaft, in der die Menschen verängstigt und eingeschüchtert sind. Ihre Hauptsorge soll das Bezahlen der Mieten sein. Politische Passivität erwünscht. Was passiert da gerade in unserer sogenannten Demokratie?
Ist es in der Realität überhaupt noch eine oder wird sie uns nur als eine solche verkauft? Die einen nennen es Neoliberalismus, andere aber fragen, ob es sich nicht bereits um eine feudalistische Kapitaldiktatur handelt. Offiziell leben wir für gemeinhin in einer sogenannten parlamentarischen Demokratie, was bedeutet, dass das Volk alle 4 Jahre gewählte Parlament, also der Bundestag, über die Politik entscheidet, im Namen des Volkes. Fühlen Sie sich noch von unseren sogenannten Volksvertretern vertreten? Nein! Oder ist es nicht vielmehr so, dass Sie über große Teile des Volkes oder besser gesagt Volkeswünsche einfach hinweggehen? Ja! Wir, das Volk als der eigentliche Souverän des Staates, werden immer weiter aus den Entscheidungsprozessen verdrängt, von allen Parteien. Ja! Ist es nicht erschreckend, wie auch gerade wieder speziell die SPD versucht, Wahlgeschenke zu erkaufen, nur um Stimmen einzufangen? Doch was ist nach den Wahlen? Viel versprochen, aber nichts gehalten. Ganz abgesehen davon, dass die Vorschläge der SPD absolut halbherzig und ein wenig zu Ende gedacht sind, wie den auch weiterhin bestehenden Sanktionen bei Arbeitsgeld II zu erkennen ist. Was ist mit den Renten? Sollten nicht als einfachstes und probates Mittel die Renten in einen Stand von 70-75% erhöht werden? Statt über Teilrenten, verdient oder auch nicht verdient, einer Bedürftigkeit zu reden? Während unsere sogenannten Volksvertreter zusehen oder sogar selbst daran beteiligt sind, wie Milliarden verschwinden, Projekte, die fast immer wieder zu teuer und teils unnötig entstehen, oder auch Cum-Ex-Geschäfte, die das Volk mal soeben nicht nur Milliarden kosten, sondern auch die Reichen wissentlich begünstigt. Das Volk aber soll hungern, Flaschen sammeln und zu den Tafeln gehen, sich für seine Lebensleistungen in Verzicht üben, nach dem Motto, wer alt, krank oder arbeitslos ist, kann noch maximal ausgenommen werden. Danach benötigt ihn die Gesellschaft nicht mehr. Aber uns fehlen ja die Arbeitnehmer. Leute, kann es unser Ernst sein, so etwas zuzulassen? Nein! Das ist doch erschreckend und müsste jeden Einzelnen von uns wachrütteln. Wollen wir denn nicht merken, dass wir ständig für dumm verkauft werden, für den Eigennutz weniger, vor allem aber für jene, die uns vertreten sollen? Empört euch! Ja! Die Gier nach Kapital macht von nichts halt. Noch nicht einmal mehr vor werdenden Müttern, die oftmals unfreiwillig zu einer traumatisierenden Geburtseinleitung genötigt werden. Aber uns fehlt ja der Nachwuchs. Wie wir weiter zur Kenntnis nehmen müssen, ist aber auch nun auch zunehmend die sogenannte obere Mittelschicht bedroht, ebenfalls ihre Existenz zu verlieren. Besonders wenn Kinder gut in ihr Leben begleitet werden müssen. Während die Gehälter kaum steigen, werden die Kosten immer höher und auch die Arbeitszeit steigt, scheinbar ohne Unterlass, sodass ein gesunder Abstand oder gar Freizeit immer seltener werden. Nicht selten liegen die Kosten für Miete oder Kreditabtragung bei 50% des Nettogehaltes. Empört euch! Ja! Nur wenige verdienen daran auch deswegen immens, weil Kartellämter kaum noch ihrem Auftrag gerecht werden. Denn die Elite treibt uns immer mehr in von ihnen vertretene Großkonzerne. Was zu DDR-Zeiten, die HO und Sozialismus, sind heute Edeka und Rewe in der Kapitaldiktatur. Bravo. Bald wird auch hier die freie Wahl zur Fehlanzeige. Vielmehr sind Korruption und zunehmende Versklavung an der Tagesordnung.
empört euch und lasst euch nicht länger wie die Lemminge an der Nase herumführen. Ja! Wie also könnte eine Demokratie von morgen aussehen? Wir brauchen eine Demokratie, die verstärkt und möglichst direkt vom Volke ausgeht. Bravo! Und die Interessen aller Menschen und nicht nur die der Eliten vertritt. Wie sieht es aber aus mit partizipativer Demokratie in Verbund mit Instrumentarien der direkten Demokratie als Korrektiv und Kontrolle zu den entscheidenden Entscheidungen in den Parlamenten? Wie sieht es aus mit Volksbegehren und Volksentscheidungen? Was ist mit der Abschaffung von Überhangsmandaten, Wahllisten und Fraktionszwang? Wie sieht es aus mit einer Begrenzung der Legislaturen auf maximal 2 Perioden? Ja! Wäre nicht auch die Wiederherstellung einer realen Gewaltenteilung wieder wünschenswert? Sollte es nicht vor allem eine unabhängige statt gefärbte Judikative geben? Wie wäre es mit Richterwahl oder auch Wahl des Rundfunkrates durch zum Beispiel ausgelöste Wahlbürger ausgelost? Ist nicht mehr als dringend, der Lobbyismus konsequent zu kontrollieren und neu zu regulieren? Ja. Genauso muss die Parteienfinanzierung hinterfragt werden und last but not least sollte die Erarbeitung einer vom Volk zu beschließenden Verfassung nichts mehr im Wege stehen, an deren verpflichtenden Inhalt sich jeder gebunden sehen muss, die nicht aber mehr und mehr ausgehebelt wird. Letzte Seite nicht wegfliegend. In unserem Lande werden aktuell die Souveränitätsrechte an Dritte abgetrieben. Auch das muss eine Umkehr erfahren, um wieder zu einer gesunden Unabhängigkeit zurückkehren zu können. Natürlich bedeutet das auch, uns aus den Abhängigkeiten der USA herauszulösen und zu eigenen freien Entscheidungen im Sinne des Volkes und Partnergemeinschaften zu gelangen. Nun, um auch abschließend Noam Chomsky zu bemühen, es geht um die Entwicklung unabhängigen Denkens, in Klammern von mir, von uns allen. Und weiter im eigenen Text, in einem System, welches darauf abzielt, Menschen voneinander zu isolieren. Der Weg der Unabhängigkeit und Freiheit kann nur in der Stärke der Gemeinsamkeit liegen. Die Selbstverteidigung des Volkes findet stets in einem sozialpolitischen Kontext statt, der für eine positive Veränderung und Frieden unabdingbar ist. Darum lasst uns gemeinsam aufstehen und Verbündete suchen, noch heute. Steht ein für eine Politik vom Volk, mit dem Volk, für das Volk. Dankeschön. Mann, ihr seid ja ganz schön geduldig. Jetzt gebe ich das Wort an Heiner vom Antikriegscafé. Er möchte ein paar Worte zu Venezuela sagen. Und dann verspreche ich euch eine kleine Überraschung. Ich habe für euch ein Gedicht geschrieben. Und dann geht es weiter zum nächsten Punkt. Ja, hallo. Ich wollte ganz kurz darauf hinweisen, dass am 29. Januar in Paris eine Delegation der Gelbwesten in der venezolanischen Botschaft aufgetaucht ist und hat eine Erklärung abgegeben in Solidarität mit der Regierung Maduro, hat sich bezogen auf ihr Idol Chavez, Hugo Chavez, und hat gesagt, es ist bekannt, dass sie keine Farbenrevolution sind, keine Regime-Change-Revolution, wie die Bewegung jetzt gerade in Venezuela sich abzeichnet, sondern dass sie eine eigenständige Bewegung der Gelbwesten sind. Deswegen möchte ich noch mal ganz kurz hier die Erklärung vorlesen. Heute für die Demo um 14 Uhr, Hände weg von Venezuela. Das ist das Berliner Bündnis, Hände weg von Venezuela. Der Text: In der vergangenen Woche hat der deutsche Botschafter in Venezuela, Daniel Kriener, in Caracas
dem Putschisten Juan Guaido seine Aufwartung gemacht. In einem Brief schrieb der Diplomat dem Politiker, der sich am 23. Januar selbst zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes erklärt hatte, dass er ihn in der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland als Staatschef anerkennt. Hui! Zugleich besuchte Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, in Washington den nationalen Sicherheitsberater der USA, John Bolton. Anschließend teilte er mit, wir haben vereinbart, dass wir weiter Druck dafür machen, dass der von uns anerkannte Interimspräsident Juan Guaido schnell in die Lage versetzt wird, Neuwahlen durchzuführen. Maas Demission! Die deutsche Bundesregierung schürt so den Konflikt in Venezuela. Statt wie Mexiko oder Bolivien eine vermittelnde Rolle einzunehmen, verteidigt Berlin den Staatsstreich und stellt sich damit an eine Reihe mit Donald Trump, Jair Bolsonaro von Brasilien und den Putschisten in Venezuela, die mit Angriffen auf Sicherheitskräfte, Behörden, Gesundheitszentren und Bildungseinrichten Angst und Schrecken verbreiten. Schluss mit dieser Regierung! Fakt ist, Venezuelas rechtmäßiger Präsident heißt Nicolas Maduro. Er wurde im Mai des vergangenen Jahres mit 67% der Wählerstimmen für eine neue Amtszeit bestätigt. Internationale Wahlbegleiter bestätigten, dass die Präsidentschaftswahl sauber verlaufen ist. Auch von den unterlegenen Kandidaten wurde die Abstimmung nicht angefochten. Es gibt also keinen Grund, diese Wahl als nicht rechtmäßig abzulehnen, wie es die USA und ihre lateinamerikanischen Vasallen sowie einige EU-Länder, darunter die Bundesrepublik, unter dieser Bundesregierung tun. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihre Anerkennung des Putschisten Guaido sofort zurückzuziehen und die Beziehung zur verfassungsmäßigen Regierung Venezuelas zu normalisieren. Wir fordern die USA und die EU-Länder auf, alle gegen Venezuela verhängten Sanktionen, Handels- und Finanzbeschränkungen sofort und bedingungslos aufzuheben. Wer von humanitärer Hilfe spricht, es der Regierung aber erschwert, dringend benötigte Medikamente und Lebensmittel zu erwerben, ist verlogen und mitverantwortlich für das Leid der Menschen in Venezuela. Schluss mit dem Truppenaufmarsch an den Grenzen Venezuela. Schluss mit den Drohungen gegen die verfassungsmäßige Regierung von Präsident Nicolas Maduro. Gegen jede militärische Intervention in Venezuela. Solidarität mit der bolivarischen Revolution. No pasarán. Und außerdem hat sich jetzt vor zwei Tagen in der UNO ein Bündnis von 50 UN-Mitgliedstaaten hinter die Regierung von Venezuela gestellt. Und hat angekündigt, dass sie im Hintergrund weitere Staaten in dieses Bündnis einbeziehen wollen. Das ist eigentlich die Mehrheit in der UN. Deswegen, wir gehen jetzt auch im Anschluss an diese Kundgebung zur Venezuela-Demonstration am Brandenburger Tor um 14 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank, Heiner. Bevor nun mein viel belobtes Gedicht für euch kommt, noch eine kurze Information. Es sind ja schon einige weggegangen, die nicht so weit laufen können und vielleicht auch nicht so viel Zeit haben. Als wir losgegangen sind, waren wir circa 500. 1500. Nein, wir waren nicht 1500. Noch nicht. Noch nicht. Schaut auf eure Stadt, lasst euch nicht verladen, weil jeder gleiche Rechte hat. Zeigt den Geiern eure Krallen, ihr verdient ihr Geld. Lasst euch von denen nichts gefallen, euch gehört die Welt. Schluss mit Hetze aufeinander, wir sind doch ein Volk. Denn der Feind, der steht woanders. So haben wir Deutschland nicht gewollt. Nee. Genau. Schluss mit Waffen aus deutschen Landen. Von Rheinmetall, Heckler und Koch. Und verjagt die Mörderbanden. Unsere Erde, sie
Gummibanden. Liebe Regierung, habt uns mal gerne. Wir Berliner sind aufgestanden. Danke. Wir gehen jetzt weiter zum... Wenn der Staat kommt von der lieben Polizei, die uns hier so gut führt, dann geht der Marsch weiter zum zweiten Punkt. Jawohl. Die machen das auch. Ja, also, das ist ja immer noch leid. Also, liebe Freunde, ich spreche gerne heute zu euch, weil ich denke, dass alle Menschen aufstehen müssen für die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben. Wir kämpfen ja seit 40 Jahren als Friedenskoordination und wir sind mal groß, mal klein. Im Moment sind wir gerade so wieder ein bisschen am Wachsen, weil die Menschen spüren, wie gefährlich die Situation ist. Ja. Vorhin hat jemand von der SIKO gesprochen in München. Ich will an diesem Beispiel und an zwei anderen Beispielen zeigen, wo unsere Gemeinsamkeiten sind. Die SIKO ist eine ganz private Einrichtung von Einzelnen. Dazu gehören Rüstungsvertreter, die ihre tödlichen Waffen dort anbieten. Und es gehören Politiker, Wirtschaftler, Einzelpersonen, die damit Geschäfte machen können oder interessiert sind. Die planen dort Kriege oder die machen sich Vorschläge und diskutieren darüber, was Krieg für sie eigentlich bringen könnte. Dieses Ding wird von der Bundesregierung zu einem Drittel gesponsert, obwohl die Bundesregierung damit nichts zu tun haben sollte. Dieses eine Drittel macht etwas mehr als 100 Millionen aus. Das Geld könnten die hier, die kein Geld haben in der Stadt und im Land, sehr wohl gebrauchen. Die Friedensbewegung in München hat sehr deutlich gesagt, Sicherheit heißt für uns sicheres Wohnen, sicheres Gesundheitswesen, Renten und all das, was wir ja auch gesagt haben. Das ist es. Und diese Leute sind wie wir aktiv und machen viel, aber sind viel zu wenig, um das, was sie wollen, auch dann wirklich so durchzusetzen, dass die Herrschenden den Schwanz einziehen. Und das andere ist, Kriegspolitik ist verdammt teuer. Und aus diesem Grunde wurde 2014 in Wales bei der NATO-Ratstagung beschlossen, dass alle NATO-Staaten 2% von ihrem Gesamthaushalt in den Staaten in den Kriegstopf tun sollen. Also 2% müssen das ergeben. Das klingt ganz wenig, aber das heißt zum Beispiel bei uns, dass wir von 2017 bis 2027 den Kriegshaushalt von ungefähr 36, 37 Milliarden auf 80 Milliarden hin steigern. Das heißt dann zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich wird jeder fünfte Euro in der Kriegskasse landen. Das wollen wir natürlich nicht. Aus diesem Grunde haben die beiden großen Friedensnetze in der Bundesrepublik, hier gehört auch zu einem, eine Kampagne, eine Unterschriftenliste, ins Leben gerufen, die heißt Abrüsten statt Aufrüsten. Und da muss unterschieden werden. Das ist aber eine Fleißarbeit. Und wir haben viel zu wenig Menschen, als dass diese Liste wirklich millionenfache Unterschriften kriegt. Wir brauchen euch also. Und ihr braucht uns, denn dieses Problem mit dem Geld
ist ja tatsächlich die Grundlage für eine vernünftige, gute Gesellschaft. Ein anderes Beispiel, wo man sehen kann, wie die Militarisierung auch in unser privates Leben eingreift. Wir haben vor 3 Wochen aus dem Bundestag die Information bekommen, dass die Bundesbahn und die Bundeswehr einen Vertrag abgeschlossen haben. Dieser Vertrag gilt ab 1. Januar diesen Jahres und er hat eine ganze Menge Punkte. Ich will 2 wichtige Punkte nennen, mit denen man auch Menschen gut ansprechen kann. In diesem Jahr sollen 1300 Züge, nicht bloß 5 Waggons, sondern richtig volle Züge, durch Deutschland fahren bis an die russische Grenze. Diese Züge sind dazu gedacht, Militärgut und alles, was gebraucht wird, dahin zu bringen. Das heißt, und dazu kommt der 2. Punkt, der uns da besonders wichtig erschien, die Vorfahrtsregeln davon sind einfach umgekehrt worden, haben bis jetzt Personenverkehr und Personengüter, die Transport, Vorrang gehabt. So ist es jetzt festgeschrieben, dass diese Züge Vorrang haben. Wenn also Personenzüge auf einem Gleis sind, dass die Militärzüge brauchen, werden wir umgeleitet bzw. müssen auf einem Gleis warten, bis die vorbei sind. Das heißt, noch mehr Verspätungen und greift in unser Leben ein. Ist das eine, aber natürlich ist das mit der Grenze, wo ihr ja ganz richtig jetzt schon reagiert habt, die Oberschweinerei. Denn wir wissen genau, nicht vor den Russen müssen wir uns fürchten. Wir müssen uns vor denen fürchten, die von Diplomatie nichts halten, sagen, das ist leeres Geschwätz und Kriege für ein gutes Geschäft halten. Und die lügen und verleumden, damit wir glauben, die Russen würden uns schaden. Die Russen sind genauso interessiert an einem friedlichen Europa, wie wir und wie alle Menschen hier auch. Also, in diesen Punkten sehen wir, dass wir viele, viele Gemeinsamkeiten haben. Wir müssen euch unterstützen als Friedensbewegung und verstehen uns auch als Teil von solchen Bewegungen und arbeiten mit euch zusammen. Und wir wünschen uns das auch von euch. Ich bin jetzt 40 Jahre in der Friedensbewegung. Wir waren in Wilmersdorf hier in der Stadt, die erste Gruppe. Wir haben einen Appell geschrieben damals. Und das Motto dieses Appells, das trage ich die 14 Jahre immer mit mir rum. Das lautete: Wir wollen leben und die Erde bewohnbar halten. Und das muss unser Ziel sein. Und ich denke, das ist eine einfache, aber für alle Menschen auch praktische Losung. Ich rufe euch auf zu unserer nächsten großen Aktivität, das ist der Ostermarsch. Wir machen hier in Berlin den Ostermarsch am Ostersamstag ab 13 Uhr vor der Volksbühne geht es los. Die Flugblätter sind in Druck, ihr kriegt also, wenn ihr will, kriegt die. Und ich habe jetzt in der Tasche diese Bahnflugblätter, die unsere Adresse bzw. auch die Adresse von Abrüsten statt Aufrüsten brauchen für ihre, um Listen auszudrucken oder so, können jetzt zu mir kommen und so ein Blättchen kriegen, dass das alles hinten drauf. Also, prima, dass es euch gibt. Danke, herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank. Bei Würde statt Waffen waren wir ja als Aufstehen auch schon dabei und wir werden als Sammlungsbewegung aufstehen, natürlich beim Ostermarsch ganz offiziell teilnehmen. Jetzt habe ich noch als letzten Redner den Erik von der Basisgruppe Friedrichshain-Kreuzberg. Dann sage ich euch ganz kurz, wo wir dann hingehen, damit wir dann dort die Demo beenden können. Okay, bitte um Nachsicht, ich bin kein erfahrener Redner. Liebe Freunde und Mitstreiter. Richtig anders, Nico. Okay, schon. Okay. Heute wurden ja schon etliche Reden gehalten. Man kann nun denken, es ist alles gesagt. Aber ich sage nein, noch nicht. Natürlich schließe ich mich den Vorrednern inhaltlich an. Genau deswegen aber möchte ich noch ein paar Worte über Demos und Kundgebung an sich verlieren.
Viele werden jetzt vielleicht denken, was soll das? Demos, Kundgebungen. Hört uns überhaupt noch jemand? Bringt das, was wir hier tun, überhaupt etwas? Leute, ja, unbedingt. Und eben genau deswegen, damit wir nicht weiterhin von den Herrschenden ignoriert werden, müssen wir gegenteilig, gemeinsam, regelmäßig immer mehr werdend auf die Straßen gehen. Und das nicht nur in Berlin, in Deutschland, sondern in ganz Europa, in jedem Land. In jedem Land, genau. Wir alle sollten uns die französischen, in ihrer absoluten Mehrheit friedlich demonstrierenden Menschen zum Vorbild nehmen. Und sie nicht nur unterstützen, sondern beginnen zu merken, wahrzunehmen, dass wir mehr sind als die wenigen, die uns beherrschen und alles aufdiktieren. Mehr als jene, die uns bewusst Angst einflößen und separieren, damit wir ruhig, brav, anständig genau dem Leben nachgehen, welches sie sich wünschen, um mit all unseren Gaben die Welt beherrschen zu können. Wir müssen mal wahrnehmen, dass wir in der Masse sehr viel mächtiger sind als jene 10% der Reichen weltweit. Wir haben die Macht. Die Gelbwesten in Frankreich üben mutig zivilen Ungehorsam auf grundsätzlich friedvolle Weise. Wo bleibt der Mut und die Kraft der dort in Deutschland lebenden Menschen? Genau dieser französische Funke beginnt nun auch auf uns überzuspringen. Nutzen wir das dargebotene Sprungbrett zu weiteren Schritten. Lasst uns immer mehr werden, damit auch unsere Gemeinschaftswut auf andere Länder Europas übergreift. Lasst uns gemeinsam stärker werden und wachsen und uns regelmäßig unserem französischen Vorbild zu folgen. Nur so in der immer größer werdenden Masse zeigen wir unseren Unwillen und Widerwillen gegen die seit nach der Wende entstandenen tiefen Einschnitte in unsere Gesellschaft, die viele Errungenschaften aus Ost und West schlichter niedergerissen haben. Nur so zeigen wir unsere Ablehnung gegen politische Vorhaben, Entscheidungen und Umsetzungen gegen den Missbrauch unserer Gesellschaft für die Zwecke weniger. Blick bitte mal zurück auf die Zeit der 68er Bewegung, wo Massen gegen den Vietnamkrieg auf die Straßen gegangen sind, und zwar weltweit. Denkt an die großen Demos der Nachrüstungsdebatten gegen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, an die beeindruckend große Demo im Bonner Hofgarten und vor allem an die mutigen und schnell erstarkenden stetigen Demos zur Wende. Was ist heute? Zu viel kleinere Demos. Und selbst die große TTIP-Demo kaum zur Kenntnis genommen oder gar erhört wurde. Ich sage Schluss damit. Lasst uns zusammenfinden und gemeinsam auf die Straße gehen. Lasst uns vor allem mit den vielen Verbänden und Gruppierungen, die am Ende alle für die gleiche Sache in unserer Gesellschaft stehen. Soziale Lebensbedingungen, die den Namen verdienen. Frieden nach innen und außen. Gerechtigkeit. Umweltschutz sowie Schutz von Mensch und Tier. Wir alle haben unseren Anteil daran und sind unseres eigenen Glückes Schmied, unsere Sehnsucht nach Frieden und einem erfüllten Leben selbst zu gestalten. Wir müssen zeigen, dass wir präsent sind und dass wir zusammenhalten und immer stärker werden, je mehr Ungerechtigkeiten auf uns zukommen. Lasst uns das alle miteinander in Frieden tun, denn das sollte die absolute Voraussetzung sein, damit wir uns nicht mit jenen auf die gleiche Stufe stellen, die uns schaden. Wir haben hier heute deutlich wahrnehmen dürfen, welcher neoliberalen Gehirnwäsche wir in den letzten Jahrzehnten ausgesetzt sind, was neoliberale Politik ja sogar schon neoliberale Herrschaft angerichtet hat, sodass wir uns doch heute fragen müssen, was hat das alles noch mit einem lebenswerten Leben zu tun? Früher wurde gearbeitet, um zu leben. Heute leben wir, um zu arbeiten. Ein Leben in Arbeit zu fristen, wo Massen an Überproduktion herrschen. Wir verkümmern immer mehr zu Lohnsklaven der Reichen und der indirekten Verpflichtung dabei, auch gleich die Welt zu zerstören. Wir zerstören unsere Umwelt und Sozialsysteme und damit zerstören wir Menschen. Wir zerstören unseren guten Ruf und die Beziehungen zu anderen Ländern, die uns schon lange nicht mehr glaubhaft finden. Heute vergiften wir uns alle miteinander das Klima unserer Seelen und unseres Umfeldes. Denn mehr und mehr sind wir von Neid geprägt und erhetzt nach materiellen Dingen, Macht und Erfolg,
statt uns auf uns selbst zu besinnen. Jawohl, auf uns selbst, auf ganz im Umgang, auf uns im Umgang im Miteinander statt im Gegeneinander. Lasst uns zusammenstehen in unserer zunehmenden Not, denn wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand endgültig zur Pflicht. Hier ist aber nun massiver Widerstand gefragt, und das massiv von der einen großen Masse ausgehend. Wir haben die Pflicht, für uns einzustehen im Miteinander. Wenn wir uns nicht weiter wie die Lemminge verhalten wollen, brauchen wir nicht gut Deutsch immer um Genehmigung fragen. Nein, wir ermächtigen unsere Macht in der Masse. Die Masse, die heute mit einer gewaltfreien Kreativität fantasievoll auf die Straße geht, gemeinsam zusammensteht und in friedlicher Absicht, aber auch stoisch, immer wieder voranschreitet, bis sie wahrnimmt, dass die Veränderungen endlich eintreten, die so lebenswichtig für ein friedliches Miteinander sind. Wir müssen aufstehen und uns bewegen, mit anderen Bewegungen sympathisieren, außerhalb unseres engen deutschen Korsetts von Rechten. Wir müssen mutiger werden, denn die Zeit, die rinnt uns jetzt bereits durch die Finger. Es ist 11:55. Deswegen tut euch zusammen in Stammtischen, Arbeitsgruppen, Plänen. Vernetzt euch, um eine gemeinsame Verständigung zu finden. Egal, ob es gegen die Willkür in den sozialen Bereichen geht oder die wahren Menschen im Gesundheitswesen, egal ob gegen Rüstungsausgaben oder die dringenden Änderungen der aktuellen sogenannten demokratischen Strukturen. Wir müssen mehr riskieren und sei es zivilen Widerstand, wie auch immer, mehr Fantasie ist gefragt. Und das jetzt und immer wieder. Wir sind nur gemeinsam stark und darum packen wir es jetzt an. Gemeinsam aufstehen. Danke. Super. Dankeschön, Erik. So, kurze Info bitte. Der Wagen wird nach rechts fahren. Wir werden geradeaus laufen. Also einfach alle mir nach. Moment, noch eine kurze Info. Wir werden jetzt hier lang gehen, geradeaus und dann durchs Brandenburger Tor. Und dort bitte lauft nicht gleich weg, bleibt noch ein paar Minuten stehen. Es wird dann eine ganz kurze Videobotschaft für unsere Freunde in Frankreich geben. Da brauchen wir euch natürlich dafür. Und dann werde ich mir erlauben, euch mit zwei netten Worten zu verabschieden. Bis gleich. So, liebe Berlinerinnen, wir sind angekommen. Und wir möchten gerne unsere kleine Videobotschaft an unsere Freunde nach Frankreich senden. Okay? Alle gelben Westen her. Wir stellen uns jetzt mal ein bisschen auf, damit unsere Freunde uns auch sehen können. Alle gelben Westen hierher. Also ich hebe mal das Mikro hoch. Alles gut, jawohl. Hör mal, ihr habt doch wohl nicht Stahl. Ihr habt doch wohl nicht Stahl. Elke, wir machen gleich Solidarität. Ja, aber dann sollte mal die Klappe halten mit ihrem Mikrofon. Das hört man doch nicht. Wir machen jetzt nur Ende und dann mit euch. Ja, dann machen wir dann noch Solidarität. Dann ist das schlecht abgestimmt. Ja. Dann ist es schlecht abgestimmt. Kann man das ja nicht so laut machen? Ja, das mache ich dann mit dem, was ich sage. Die fangen jetzt an zu schreien. Nein, ich denke an diese Vereine, den ich denke, dass ich kenne. Ja, das sehe ich auch. Ich gehe mal in die Ecke. So, wir möchten zum Schluss noch an die Gilets Jaunes, an die Gelbwesten in Frankreich eine Grußbotschaft verlesen. Und ich verlese die jetzt. Es ist gedacht, nicht als Alternative zu der Solidarität mit uns zu gehen, an dem Gegenteil. Eine Ergänzung. Denn das ist, Venezuela zu verteidigen, das solidarische Venezuela zu verteidigen, bedeutet, dass all die sozialen
Menschenrechte, Völkerrechtsrechte, dass die realisiert sind, die Bolivarischen Venezuela. Und insofern freuen wir uns, wenn wir hinterher vielleicht genau. Auch zusammen so, jetzt mache ich jetzt mal ein bisschen lauter und lese vor diese Grußbotschaft auf Französisch. Nous saluons les courageux gilets jaunes. Vous êtes notre exemple et nous sommes solidaires dans votre combat pour la justice sociale et contre le néolibéralisme. Ne cédez pas. Vous êtes la chance historique pour améliorer ce monde. Ihr seid die Chance, um unsere Welt zu verbessern. Vive la France! De la France! De la Révolution! Vive la France! Vive la France! De la Révolution! Vive la France de la Révolution et solidaire avec Venezuela Bolivariano. Liebe Berlinerinnen, ich werde mich jetzt ganz kurz fassen, hatte noch ein paar Sätze, aber wir stürmen die Venezuela-Demo, das wollen wir ja nicht. Ich verabschiede mich und das Team verabschiedet sich von euch. Ganz herzlich danke, dass ihr alle gekommen seid und wir laden euch ein, euch anzuschließen an die Demo für Venezuela. Danke. Super.